Jetzt wäre es schön, wenn ich schon fliegen könnte. Aber wir können ja... Das lohnt aber nicht, da den Flugdienst in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, da sind wir genauso schnell geritten, bis wir da zu den Flugpunkten sind. Außer, dass wir uns hier natürlich... durch die Monsterhorden schnetzeln müssen. Mich einfach von meinem Fuchs reißen. Ist ja fast wie ein Lotro hier. Wobei tatsächlich ein Lotro, wie es einen da manchmal vom Pferd haut, ist unnachahmlich. Das gibt's hier nicht. Machen wir dann morgen wieder. Uns vom Pferd hauen lassen. Okay. Was ist denn hier los? Da liegen lauter Leichen, ne? Die lagen doch vorher nicht. Oder doch? Baron? Lyras, was ist hier geschehen? Die Konstrukte. Gegenangriff. Es waren zu viele. Oh Gott. Sie haben die Nekropole zerstört. Krexus, er... Zu mir. Sofort. Ich bin doch schon da. Guck, ich bin sogar schneller als du. Sie beamt sich einfach. Oh je, Mine, guck mal hier. Markgraf Krexus, er ist tot. Oh oh. Ohne Krexus sind wir so gut wie verloren. Wir müssen den Sitz des Primus öffnen. Oh, die hat ja coole Äxte. Und was, wenn diese Hallen leer sind? Nein, der Sitz ist ein sinnloses Unterfangen. Wir sind doch schon so weit. Wir verlassen uns auf die Kraft der Waffen. Wir müssen unsere mächtigsten Soldaten versammeln. Sogar unseren vermissten Baron. Ist er nicht im Schlund verloren? Dieser Sterbliche behauptet, dem Schlund schon einmal entkommen zu sein. Ah, muss ich mal wieder in den Schlund? Wir sollten es ausprobieren. Ich will da nicht mehr hin. Fasst euch kurz. Ich werde dafür sorgen, dass meine Soldaten Krexus die gebührte Ehre erweisen. Die gebührende. Luna, eure Ankunft hat Maldraxus in Aufruhr versetzt. Wenn ihr Ehre besitzt, leistet ihr meinen Worten Folge. Ich glaube, ich weiß, wo unsere Antworten sind. Baronin Drakas Vorgänger fiel dem Schlund anheim. Man sagt, dass ihr diesen dunklen Abgrund betreten habt und zurückgekehrt seid. Wenn der Baron überlebt hat, dürfte er unseren nächsten Schritt kennen. Ihr seid aus Oribos zu uns gekommen, kehrt dorthin zurück und versucht, einen Weg zurück in den Schlund zu finden. Sprecht mit Bolvar in Oribos. Ihr habt eure Befehle. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier schon Sense ist. Ich habe jetzt auf den großen Showdown der letzten Rune gewartet. Instanz können wir nicht. Seuchensturz. Doch, Seuchensturz. Hä? Seuchensturz können... Hä? Ach, wir kamen... wo ist denn dann die... Ja, ich weiß, was wir nicht können. Nicht mehr können, das ist raus. Das andere. Dann machen wir jetzt mal Seuchensturz. Nee, können wir auch halt random machen, oder? Kommen wir dann auch eventuell in das andere. Dass die Level 52er Ini ist weg. Das war auch irgendwie doof, oder? Ja, diese was wir da zuerst gemacht haben. Hm.
So, jetzt gucken wir mal. Haben wir da noch ein bisschen Leder? Sonst könnte ich ja meine Fußplatte auch einfach nochmal schneidern. Aber wir haben nicht viel gekirschnert. Hier gab es nicht viel zu kirschnern hier in diesem letzten Stückchen, was wir da gemacht haben. Okay, sprecht mit Bolva. Aber der wird uns jetzt nicht in den Schlund schicken, oder? Jetzt bin ich gespannt, ob da so quasi ein Intermezzo im Schlund jetzt kommt. Es gibt viel zu tun. Gibt es Neuigkeiten aus Maldraxxus, Luna? Bulwer hört sich eure Geschichte an. Es scheint, ihr müsst euch den Schrecken im Schlund stellen. Naja, da ist ja noch ein ganzes großes Gebiet, was ich nicht erkundet habe. Ich weiß nicht, wie wir den verschwundenen Baron oder unsere lebenden Verbündeten finden. Aber bei Darion Moghraine kann ich euch helfen. Immerhin ein Anfang. Geehrte Stimme, wir erbitten Einlass in den Schlund. Kann die das erlauben? Es gibt nur einen Weg in das dunkle Reich. Denselben Weg, den alle verdammten Seelen beschreiten müssen. Muss ich jetzt sterben? Aber seid gewarnt. Auch wenn ihr dem Schlund einmal entkommen seid, ein zweites Mal gelingt es euch vielleicht nicht. Dann will ich da nicht mehr hin. Gemeinsam trotzen wir der Finsternis. Nehmt dieses Amulett. Wir kennen das Risiko. Aber wir müssen es versuchen. Jeder der vier Reiter trägt so eins. Die Amulette sind mit einer Macht versehen, die sie miteinander verbindet. Diese Verbindung sollte euch dabei helfen, Darion Moghraine zu finden. Darion hat zweifellos zahllose Schrecken im Schlund miterlebt. Vielleicht hat er den verschollenen Baron gesehen. Hoffen wir, dass er euch auch zu unserem Verbündeten aus Azeroth führen kann. Das wird mich ja nicht wundern. Seid vorsichtig, Champion. Findet Darion und er wird euch mit dem Baron helfen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir die vier quasi wieder retten und dann wir wieder aus dem Schlund entkommen und die wieder festgesetzt werden. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Okay. Achtung, Luna, bitte folgt mir. Die Teleportationsplattform bringt euch zum Ring der Übertragung. Von dort aus könnt ihr in die Seelensäule springen. Das ist der Seelenstrom, der in den Schlund mündet. Ah ja, das sieht man ja. Hat man am Anfang mal so im Video was gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass eure Reise nicht angenehm sein wird. Tja, nun viel Glück. Ja, danke. Also in diese Säule von oben. Stürzt euch vom Ring der Übertragung in die Seelensäule. Ich weiß nicht. Ich will da nicht hin. Kann man irgendwo abspeichern? Was? Ich muss mich von woanders stürzen? Ne, ich glaube schon hier, ne? Oder kann man auch von unten? Weil da zwei Ringe sind. Also einer schon hier und einer von da. Augen zu und durch und...
Blob. Alles ist ruhig. Keine Spur eurer Verbündeten. Ja, die werden genau da sein, wo ich aufschlag. Hä? Das wäre ja unlogisch. Das Amulett, das Bolvar euch gab, flackert schwach rötlich auf und wird dann dunkel. Damit es bei der Suche nach Darion Morgren nützlich sein kann, müsst ihr einen Weg finden, seine Kraft wiederherzustellen. Ihr erinnert euch an ein Gebiet namens Zowals Kessel, der voller dunkler Magie war. Vielleicht kann die Kraft des Amuletts dort wiederhergestellt werden. Ladet das Amulett der Reiter auf. So, durften meine Tierchen auch mitkommen? Oh ja, sehr schön. Was ist man denn da unten? Ist da unten versch... Oh, ich glaube, ich soll da irgendwie noch nicht hin. Dann gehen wir erstmal dahin, wo wir hin sollen. Ah, ja, okay, das kommt mir bekannt vor. Die letzte Station unseres letzten Besuches. Aber jetzt komme ich wieder nach Oribus, oder? Also das war nicht der richtige Weg. Da hätte ich nicht durchschreiten sollen. Stürzt euch noch einmal in den Ring. Vom Ring der Übertragung in den Schlund. Okay. Hier ist ja, hier unten ist ja so ein schönes Gitter drumrum. Da kommt man gar nicht durch. Wir stürzen uns nochmal. Hui. Immer so ein bisschen Terminator-mäßig, ne? Ich. Okay, diesmal gucken wir uns da mal ein bisschen um und schauen, was wir machen müssen. Amulett der Reiter aufgeladen. Ich denke mal, wir müssen hier uns ein bisschen durchschnetzeln. Oh, wer bist du denn? Contains? Keine Ahnung. Ah, ein Feuerschwert, ein feuriger Schwefel. Kann von dem gedroppt werden. Kann ich das an denen aufladen? Jetzt aber auch kein Item. Ah, an denen. An der lodernden Stygia. Oh, den hätte ich jetzt gerne nochmal schnell mit angeschossen. Naja, nicht so schlimm. Gibt ja alles XP. Außerdem fühlt sich er doch recht flott. Bleiben. Bringt der auch was? Nee, nicht. Aber wie viel Leben hat denn der? Ja, so ein bisschen. Prometheus. Den haben wir doch schon mal gesehen irgendwo. Verkohltes Ungetüm. Ich kann mich erinnern an einen Prometheus. Als wir mal im Questen waren hier. Da ist mir nämlich auch schon aufgefallen, dass der so schön farbig ist.
So feurig. Passt gut zu einem Fire Mage. Der Lichtbringer. Ja, sollen wir damit mal mit draufhauen, auch wenn der jetzt nichts für die Quest gibt. Zumindest hat er kein Ausrufezeichen. Ich glaube, es hat was gebracht, oder? Ja, jetzt haben wir es gleich voll. Boah, da hat sich so einen hässlichen Ochsen. Ein Ochse, okay. Lok, warum liegst du hier tot im Sumpf? War doch ein bisschen heiß, hä? Huh? Ich wollte eigentlich erst rissen. Das Amulett leuchtet rot. Das Amulett brennt in eurer Hand. Die Magie, die es durchströmt, zerrt leicht an eurem Griff. Vielleicht kann die Verzauberung, von der Bolvar sprach, dazu benutzt werden, Morgrain zu finden. Benutzt das Amulett der Reiter, um Daharion Morgrain zu finden. Oh. Ah. Den wollte ich jetzt nicht an der Backe haben. Ja, lauf halt überall durch. Wenigstens wartet er. Seine leuchte Augen. Interessanterweise. Na, doch da oben irgendwo. Da ist der Questmarker. In Dunkelheit. Eigentlich brauche ich den gar nicht mehr da. Ich muss schon denken, wo es hingeht. Sehr feurig hier im Schlund. Die Niederhöllen. Oh, nein, da geht woanders hin. Ich wäre jetzt da rüber gegangen. Vielleicht unten drunter. Unten drunter? Da ist ein Eingang. Entdeckt der Schlund. Ja. Tatsächlich, wir haben jetzt ein weiteres Stück hier. Sind wir am Erkunden. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal ein drittes Mal rein für den Rest. Hallo, ich bin schon hier. Du kannst weiterlaufen. Oh, der ist doof. Komm. Magma-Flammenbinder. Nö, da ist kein Eingang. Wir müssen einfach nur unten vorbeilaufen. Aha, Höhle. Oh Mann, ist der blöd. Der sieht doch, dass ich schon vorauslaufe. Ich könnte ja ein bisschen mitkämpfen. Ach, eigentlich brauche ich den ja gar nicht. Da steht jetzt nicht folgt ihm, sondern da steht findet. Mit einem riesen Fragezeichen. Oh, und er ist gefangen genommen. Daharion ist im Käfig gefangen. Er scheint bewusstlos zu sein. Daharion ist nicht ansprechbar. Der Käfig ist verschlossen und sieht nicht einfach zu knacken aus.
Vielleicht ist der Träger des Schlüssels dieses Brandmal, von dem er sprach. Hat er mal von irgendeinem Brandmal gesprochen? Wir machen mal kurz Inni zwischendurch. Die von außen genauso schleimig aussieht wie... Ja, sieht nicht anders aus. Okay. Globgrog, Dr. Ikus, Domina Giftklinge und Markgräfin Stradama. Oh, Stradama ist der Endboss. Das heißt, die werden wir wohl nicht mehr erretten können. Das ist ein minimaler Spoiler. Das Haus der Augen hat endlich jemanden entsandt, mich zu töten. Zu töten, zu retten. Die Schrecken dieser Ach nee, das ist die Giftklinge. Heil machen kurzen Prozess mit euch. Stradamas Seuche wird bald mein sein. Na, lass uns mal überraschen. Also die erste Inni war ja recht einfach, würde ich mal sagen. Liegt aber manchmal natürlich immer an Tank und Heiler auch. Viele giftige, eklige Pilze. Verwesender Fleischriese. Irgendwann stehe ich komplett im Schnodder. Und viele kleine Schleime geben oft einen großen. Wenn man Pech hat. Ich hätte so gern wieder den Pfeilregen, den es früher gab. Schleim anlocken. Globgrog, der erste. Globgrog klingt übrigens genauso wie die. Wie in Lotro, diese Schleimdinger da unten. Eindringlinge! Ihr werdet am Stück verschlungen! Die Seuche breitet sich aus! Hände weg! Nix, Hände weg. Was er so droppen könnte. Eine Hose. Also ich habe in der letzten Inni schon nichts gekriegt. Ich möchte hier gern mal ein bisschen glücklicher sein, wenn es geht. Ein Vorgeschmack auf das, was die Seuche anrichten kann. Die kennen sich schon aus hier. Sobald ich sie kontrolliere, wird Maldraxxus bezahlen. Quest. Oh, der stirbt gleich, weil er so vorgerannt ist. Haha. Oh, der Heiler ist gut. Ich glaube, da wäre ich jetzt fast... Es sei denn, ich wäre schon...
Aber wenn man dann erst hinterher rennen muss, dann passiert das schon schnell mal, dass man dann zu weit weg ist und dann so einen sehr pullfreudigen Tank nicht mehr schnell genug einholt. So, Pockenhautproben haben wir. Magrefinstrada, was Plasma. Ah, das ist sogar auch Quest. Also ist es doch kein Spoiler. Weil wir das ja schon von der Quest hatten. Oh oh. Müssen wir nachher, aber wir müssen eh wieder nach Maldraxxus zurück. Wunderbar. Nach dem Schlund nehme ich mal an. Noch mehr Versuchsobjekte. Lass die Seuchenbohrer frei. Oh, die explodieren gleich. Wenn die sowieso irgendwann mal explodieren, kann man die wahrscheinlich sogar... Boah, ich hab voll den Schlodder am... an den Füßen. Wenn die explodieren, dann brauchen wir sie ja gar nicht töten. Virulax Pestweber. Das ist ein schöner Name. Schmiede der Pestilenz. Euch gern meine Forschung demonstrieren. Oh, wir müssen aber erstmal die Ätz hier wegmachen. Er kommt. Da hinten ist auch noch sowas Fettes. Den Schleim an euch. Nee, danke. Ich habe schon genug Schlünz an den Füßen gehabt. Heute. Wohin? Diese nächste Prozedur ist eine echte Bombe. Hütet euch. Ist die Lenzwoge? Gemein, wenn man noch nicht so recht weiß, was da überhaupt alles so passiert. Bin gleich tot. Die anderen sehen auch nicht viel besser aus. Schwachköpfe. Ja. Ich glaube, das war wirklich ein bisschen schwachköpfig. Mal gucken, ob jetzt die Ads immer noch auf den Inseln hier stehen oder ob die dann weg sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder stehen. Immerhin wart ihr nützliche Versuchsobjekte. Immerhin wart ihr nützliche Versuchsobjekte, danke. Wieso fangen wir am Anfang an? Irgendjemand hat was gepult.
aggro, wenn ihr hier jetzt alles mitnimmt, was wir nicht gekillt haben. Huch. Okay. Ach, der Heiler hat Disconnect gehabt, deswegen. Ich hab noch gedacht, der war doch so gut. Es hat zwar, kam zwar schon ziemlicher Area-Schaden rein, aber. Mal gespannt, ich habe nämlich auch eine Shami-Heilerin, wie die sich hier schlägt. ASD. Ja, komm, warte doch kurz auf den. Jetzt warten. Das reicht dann immer noch, wenn man ein bisschen gewartet hat, kann man immer noch kicken. Aber so diesen Instant-Kick, bis jemand dann wieder eingeloggt hat, kann es halt doch noch ein bisschen dauern, je nach Rechnerstärke und Internet und so. Okay, die Ad-Gruppen sind zumindest mal weg. Schon mal gut. Und der Dr. Schnaggels springt hier hin und her. Jetzt ist aber schon eine ganze Weile weg, das stimmt schon. Hören die irgendwie zusammen? Blackmore, Blackmore. Ich glaube, der Healer gehört zum... Nee, das sind alles Blackmore-Leute. Okay, die kennen sich wohl nicht. Der AFK, was heißt AFK? Der Disconnect. Aber jetzt, ja, tut mir zwar immer leid. Ich fand es ja total stark, dass ich auch unlängst, aber da hatten, glaube ich, ups. Dann heißt es warten. Nein, guck mal da, kommt dann der nächste Heiler reingeflupst. Ja, Heiler geht. Heiler hat man schnell. Tank ist oft ein bisschen schwierig. Wobei ich habe dann so gegen Ende BFA versucht, da nochmal in die Raids zu kommen und das hat immer daran gescheitert, dass halt keine Heiler da waren. Also im LFR ewig keine Heiler reingekommen sind. Ihr könnt mein Genie nicht begreifen. Na, wahrscheinlich. Diese nächste Prozedur ist eine echte Bombe. Bestandscheck steht hier jetzt. Ah, aufpassen. Etwas Beschleuniger dazu, ja? Ich den eigentlich hier? Ich habe den normalerweise mal da gehabt. Beziehungsweise. Kommt drauf an, von welchem Add-on der kommt, aber. Dieses Experiment zu einem explosiven Resultat kommt. Hütet euch. Ah, da haben wir die Bombe. Hier fehlt noch, aber ich hatte es. Nur was? Wieder nix? Ihr habt also gesiegt. Aber um welchen Preis? Welch grässliche Mixturen fließen jetzt in euren Adern?
Oha. Das ist die wahre Macht der Seuche. Sie bleibt Schwert. Zerstört alles, was sie berührt. Selbst den Sieger. Aha, okay. Gibt wieder eine Abkürzung. Wer ist jetzt weg? Oh, nur Didi. Ich habe mal ein Schutzschild. Mich gerade schon gerührt, dass es vielleicht der Tank ist, weil der. Hätte er sich der Seuche angenommen, würde das Haus der Augen noch stehen. Ich korrigiere seinen Fehler. Alle werden leiden, wie das Haus der Augen gelitten hat. Tarnling. Kleine, versteckte, fiese Spinnchen. So, nochmal. Ich glaube, dass man diese Spinne muss man wahrscheinlich auch wegkriegen. Die Tarnlinge kommen hier ständig. Hat also nichts mit der etwas größeren Spinne zu tun. Oh, da ist die Dunja. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Es braucht nur einen Kratzer. Und dann ist man vergiftet. Ich werde euch an Ort und Stelle töten. Und dann stirbt man jämmerlich. Am Gift. Fürchtet den Dolch im Dunkel. Seid ihr für mich? Gürtel. Meine Klingen werden euer Fleisch zerreißen. Kein Ziel ist mir je entkommen. Oh, wieso dort? Es braucht nur einen Kratzer. Ja, ich hab schon gemerkt. Ach, ist den Dolch. Ich kann gerade noch den Hot vom Pet auf mich tun. Oh, oh, oh. Ist das fies? Okay. Oh, die hat nur noch so ein bisschen. Die Rache oh! Sie ist tot. Aus der Seuche. Wer sucht das, was nicht beherrscht werden kann? Ja, wir. Wenn ihr diese Macht so sehr wollt, dann holt sie euch oder sie holt euch. Okay, noch ein Boss. Schleimtentakel. Jetzt kommen hoffentlich nicht wieder die Spinnchen. Und jetzt hat sich das Tor geöffnet. Oh, wir haben einen Ring bekommen. Der uns ein bisschen verbessert. Was, lol? Ist einem irgendwas passiert? Oder sind wir wieder verreckt? Ah, okay. Er hat irgendwas gezogen.
Und die kämpfen da hinten. Ja. Geht ihr baden? Oder sind die hinten runtergefluppt, den Wasserfall vielleicht? Das könnte sein. Das schwerende Sanktum. Oben ist natürlich eingestürzt. Oh, wir dürfen mal wieder hinabspringen, ne? Oh. Wieder so Grünzeug. Markgräfin Stradama. Okay, die schaffen wir eh, das sind ja normale. Also der Mage war wohl schon öfter hier drin, der hat wahrscheinlich schon einige Charaktere hier durchgeknüppelt. Ikor Gallenfleisch. Okay, die laufen ganz langsam, aber wahrscheinlich, wenn die einen berühren, sind die ungesund. Erhebt euch, Diener der Seuche. So ein bisschen wie die Schleime in Marodon. Raus. Meine letzte Arbeit, mein Stolz und meine Verdammnis. Ihr könnt diesem Schicksal nicht entgehen. Alles wird zerstört. Alles wird zerstört. Oh oh. Ich hätte in der andere Richtung laufen sollen, okay. Alles klar. Es breitet sich aus. Es ist oh, nicht schon wieder. Noch irgendwelche Heiltränklein? Ich hab doch Heiltränklein. Oh. Könnt ihr seinen Zorn spüren, weil alles wird zerstört. Okay, man sieht's ja, wo die Tentakeln sind. Da darf man halt nicht stehen. Alles klar. Man lernt nie aus. Die Pestilenz umschlingt euch! Mein Haus trieft vor Seuchen! Schon mal fällig. Hütet euch! Vertraut ja. Nicht dem Baron! Oh! Vertraut nicht dem Baron, hat sie noch am Schluss gerufen. Oh, ich bin sehr gespannt. Da kommt noch was Böses, glaube ich. Wir suchen den jetzt, holen den aus dem Schlund und dann ist doch noch irgendwas Blödes. Okay. Aber wir haben jetzt erstmal im Schlund zu tun. Und ich denke mal, sie meint tatsächlich den Baron.
wir da retten wollen. Okay, findet das Brandmal und nehmt den Schlüssel an euch. Da draußen irgendwo.